Bei einem Glätteunfall auf der Korbacher Umgehungsstraße sind am Samstag 4 Menschen verletzt worden. Ein Vater und seine beiden Söhne aus Offenbach kamen mit leichten Blessuren davon. Der 20 Jahre alte Fahrer dieses Wagens aus Korbach erlitt dagegen schwere Verletzungen. Der Unfall passierte gegen 8.15 Uhr, als der 20-Jährige auf dem Weg in Fahrtrichtung Dorfitter auf winterglatter Straße ins Rutschen geriet. Der Audi stellte sich quer und prallte gegen den entgegenkommenden Charan des 47-jährigen Offenbachers. An der Unfallstelle waren der Korbacher Notarzt, die Besatzungen von insgesamt 3 Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz, um sich um die Verletzten zu kümmern. Die beiden Erwachsenen und die beiden Jungen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei gab den Gesamtschaden mit 30.000 Euro an.